So, nicht erschrecken. Da sind wir wieder. Bei F099. Wir sehen gerade einen Screenshot. Und wechseln einfach mal direkt rüber ins Spiel. Sobald ich meine Tastatur hier irgendwo zur Seite gelegt habe. Und dass ich meine Katze ärgere dabei. So. Nuschel die Nuschel. Genau. So, ja, wir haben es geschafft, auf Platz 6034 insgesamt zu kommen, letzte Woche anscheinend, in der Wochenrangliste. Hooray! Meine Güte, Twitch-App. Da ist sie. Ach, oh, hi Denise. So, jetzt habe ich auch den Chat offen und kann auch lesen. Grüß dich. Kriegen wir dafür auch irgendwas? Nein. So. Da wir jetzt kein Wochenende haben, sollte hier nachher dann auch mal endlich dieser Mini-Prix, der nur aus drei Runden besteht, da sein. Aber bis dahin verbringen wir die Zeit mit dem normalen 99er-Modus. City zum Warmfahren. Why not? Why not? Ach ja, wir sind mittlerweile A-, stimmt. Tastenbelegung. Da spielt man ein, zwei Tage nicht. Schon ist man voll raus. Ja, ganz schlechter Start. Ach, ganz schlechte Kurve. Okay. Ah, zu spät, den Booster nicht erwischt. Und zu früh für. Ja. Egal. Warm-up-Runde. Zumindest Top 50 werden. Ach, wie es mir geht, so. Oh, lange Story. Eine sehr lange Story. Ich habe hier so ein bisschen. Ach, das war dumm. Das hätte ich nicht machen sollen jetzt. Achso, ah, Rettung, Rettung, Rettung. Wir können hier hoch. Ich habe hier so ein bisschen Nachbarschaftsstreit. Mit der Person, die über mir wohnt. Und. Oh, meine Katze mag es nicht, wenn ich hier so laut rede und keiner ist da. Nala, wenn du mich weiter angreifst, dann kriegst du Ärger. Ja, ich kann mich gerade nicht so richtig konzentrieren. Nein, du killst mich nicht. Ja, du killst mich dafür. Ach, jedenfalls Nachbarschaftsstreit mit der Ollen von oben. Und die hat mir jetzt das Gesundheitsamt aufs Hals gehetzt, weil es ja aus meiner Wohnung angeblich so stinken würde. Tut es nicht, ja. Aber die Wohnung ist halt unaufgeräumt. Und jetzt haben die halt Fotos gemacht und es war eine richtige Wohnungs. Es war nicht eine Besichtigung, es war eine Wohnungsdurchsuchung. Die haben alles aufgemacht, die waren auch im Keller und so weiter und die haben einfach nur nach irgendwas gesucht, womit sie mal ans Bein pissen können. Und natürlich, wer sucht, der findet, ne? Ist klar. Und ach, da kommt einfach einiges an Stress auf jeden Fall jetzt auf mich zu in nächster Zeit. Da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Not.
Ja, am Samstag, also dieser Nachbarschaftsstreit ist halt wirklich heftig. Ja. Am Samstag, ich bin arbeiten auch am Wochenende immer und wollte gerade zur Arbeit und höre, dass, dass die Olle von oben, wie ich sie immer liebevoll nenne, dass sie die Wohnung verlässt. Und ich gehe halt schon aus dem Weg. Ich habe da einfach gar keinen Bock drauf. Ja, wenn wir uns im Flur begegnen, macht es immer einen auf Kotzgeräusche so, weil ich angeblich ja so stinken würde. Also sorry, ich gehe jeden Morgen duschen und gehe ganz normal zur Arbeit jeden Morgen. Ja. Wenn ich so stinken würde, hätte mir mein Chef schon was gesagt. Oder die Arbeitskollegen. Oder die Personalabteilung oder sonst wer. Also, ja. Und jedenfalls am Samstag komme ich runter zum Auto und jemand hat tatsächlich rohe Eier auf mein Auto geworfen und die waren noch frisch. Ja, das Eidotter und alles lief gerade schön runter. Also von daher zähle ich da mal eins und eins zusammen und sage, das war wahrscheinlich auch die von oben. Aber das sind nur Indizien, das kann ich nicht beweisen. Bringt also nichts. Anzeige gegen Unbekannt, pff, kann ich mir den Aufwand auch sparen. Ja, ich habe keine Ahnung. Sie meint, hier würde es nach Katzenurin halt riechen. Ja. Oder nach vergammeltem Essen. Und das ist halt absolut nicht der Fall. Nur da hier halt ein paar Müllsäcke rumstehen mit Pappe drin, weil die Mülltonnensituation hier auch katastrophal ist. Wir sind mit 7 Parteien hier in dem Haus und haben halt eine normale Pappmülltonne, die einmal pro Monat entleert wird. Ja, holla die Waldfee. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, am Entleerungstag ist sie danach schon zu 3/4, wenn nicht gar ganz voll. So. Dementsprechend hat sich hier einiges an Pappzeugs angesammelt über die Monate tatsächlich mittlerweile. Oh, dann wollte ich mal alles in Pappcontainer fahren, aber hat man halt auch nicht wirklich Zeit oder Bock zu, um ehrlich zu sein, ne? Ja, und das wurde halt unter anderem bemängelt. Und selbst den Keller haben sie sich angeguckt, jetzt mal Hand aufs Herz. Wessen Keller sieht nicht aus wie eine Rumpelkammer? Ja, das ist doch ein Abstellraum für Zeugs, den man in der Wohnung nicht gebrauchen kann, der genauso gut zum Sperrmüll eigentlich könnte. Aber, naja. Was soll's. Bringt ja nichts, sich drüber aufzuregen. Ja, und das Gesundheitsamt hat die mir halt auch garantiert auf den Hals gehetzt. Mit allen anderen Leuten hier in der Wohnung im Haus verstehe ich mich auch. Ja, also, es ist nur diese eine Frau. Weißt du, wenn jetzt mehrere irgendwas gesagt hätten, dann okay. Und ich habe sie ja am Anfang ernst genommen, das Katzenklo umgestellt, weil das halt am Anfang im Bad stand und das Bad ist halt direkt an der Haustür, ne? Also der Wohnungstür. Verschließbaren Mülleimer geholt, extra für die Küche. Ich bin mittlerweile so paranoid, dass ich Dosen und so weiter vom Katzenfutter ausspüle. Ja, weil vielleicht mal, bis ich mal den Müll rausbringe, kann es halt schon mal ein paar Tage dauern. Ich produziere nicht so viel Müll. Damit selbst da keine Geruchsentwicklung ist. Aber alles nicht genug, wie es aussieht. Alles nicht genug. So, jetzt aber, Konzentration. Ja, ist doch schon mal besser hier. Naja, er hat neue Meter. Alle sind sie mit dem Fahrzeug am Fahren, was am schnellsten Meter-Rack hat. Aber das wird mich nicht aufhalten. Ah, den wollte ich gerne haben. Irgendwie wieder mitten im Gedränge hier. Okay, nice. Und ja, rechtzeitig gemacht, okay. Wir sind hier noch rübergekommen, wunderbar. Einmal können wir ruhig noch pusten. Oh, jetzt wurde ich da ganz eklig reingesqueezed und ja, okay, tot. Zu greedy. Mehrere hier aus dem Haus haben mit der Beef. Also ich weiß zumindest von einer weiteren Partei und um ganz ehrlich zu sein, meine ehemalige Nachbarin hat sie aus dem Haus schon rausgeekelt. Das hat sie geschafft, mit der hatte sie nämlich auch Beef.
Oh, ich werde nicht klein beigeben, Alter. Ich wohne hier seit 10 Jahren. Die ist neu eingezogen. Ja, genau, die soll sich verziehen. Das ist auch so. Ah, weißt du, der Klügere gibt nach. Zumindest ist das jetzt auch mal die Motivation, die Wohnung hier auf tipptopp Vordermann zu bringen. Schadet auch nicht. Weil natürlich wird das Gesundheitsamt jetzt nochmal vorbeikommen zur Nachkontrolle, weil ich muss ja die Mängel ausbessern. Naja. Glücklicherweise habe ich einen coolen Arbeitskollegen, der hat einen Anhänger, Sprinter, wie auch immer, und der meinte schon, ja, kommt da mal Samstag vorbei, hauen wir einfach alles in die Karre. Weil wie gesagt, das ist eigentlich nur Pappe. Ist halt nur viel Pappe. Und dann bringen wir halt mal alles zum Müll. Na ne, komm, Deathwind. Ey, wie die ganze Woche, seit letzten Donnerstag läuft's richtig scheiße. Ich weiß auch nicht. Der Wurm ist drin. Ja, denke ich auch. Mich pisst nur an, dass hier mit Überrumpelungstaktik noch Fotos von der Wohnung gemacht worden sind und die jetzt auch an die Vermietung und so gehen. Ja, ganz schlechter Start. Vielleicht soll ich echt mal dann auch das Fahrzeug wechseln. Dass man jede Runde voller Energie auf jeden Fall hat, weil der Wagen so schnell regeneriert ist schon. Wieso mache ich die ganze Zeit eigentlich keine Spin-Attacks? Irgendwie. Da sind auch die leichten Strecken. Die sind so langweilig. Oh, ich habe einen K.O. bekommen. Okay. Aber nur so ein Dummy-Fahrzeug. Naja, die Erstplatzierten fahren alle wahrscheinlich. Die Top 3 werden alle dasselbe Fahrzeug haben. Aber ich dachte, ich krieg noch die Linkskurve. Schade. Okay. Ah, ich hätte ihn killen können. Das wäre geil gewesen. Letzte Runde. Ja, so nicht, so nicht. Ah. Einmal könnte ich noch boosten, aber riskant. Vielleicht hier. Es war nicht die Stelle, wo ich es hätte machen sollen. Ja, und jeden Moment. Ja. Diesen Stick geholt, wo man unter anderem PlayStation 1, Nintendo, Game Boy und Tablet. Ist natürlich nicht so legal, ne? Aber was für ein Stick? So ein HDMI-Stick, den man in den Fernseher einfach steckt, oder? Oh ja, da ist der Mini-Prix. So, darauf habe ich gewartet. Jetzt hier einmal mit Konzentration und ernsthaft. Ja gut, okay, das ist cool. HDMI-Raubkopie-Stick. Ja, wenn es läuft. Meistens ist das so China-Schrott, der richtig scheiße ist. Aber wenn es dir gefällt und gut genug ist, dann nice. Ja. So, 3 Runden. 3 Strecken. 3 Strecken, A4 Runden, um ganz genau zu sein. Strengen wir uns an. Top 25 muss ich kommen am Ende. Also Endergebnis. Das ist das Ziel. Wir wollen noch nicht mal unbedingt den ersten Platz. Das ist gar nicht so wichtig.
Also ruhig zur Not ein bisschen zurückhalten. Mal checken, ja, ich sehe schon so oft das Fahrzeug. Okay, habe ich einen schönen Bumper nach vorne bekommen. Das war ein guter Start, guter Start. Okay. So, das war's an Boosten erstmal. Das war vielleicht sehr greedy, aber hier ist ja schon. Ich sag mal, das war's mit Boosten, dann mache ich es trotzdem, weil. Ah, es bietet sich gerade halt an. Ach, ich wollte den Sprung nehmen. Oh nein. Ja, okay, aber wir haben genug Tickets, wir können es nochmal probieren. Oh, ich habe sogar einen Rivalen besiegt. Irgendwie bin ich heute zu gierig. Ja, komm, war nix, ist okay. Wir haben es verstanden. Ja, mehr Glück beim nächsten Mal. 0 Punkte. So. Ich bin aber irgendwie gerade einfach wahrscheinlich auch zu sehr genervt von der ganzen persönlichen Dreckskacke. Aber zumindest ein Mini-Prix mit Platz 25 abschließen sollte doch drin sein. Jetzt halt nur ein sehr kleiner Stream. Das wird der Jammer-Stream. Kaji kotzt sich aus. So. Versuch Nummer 2. Mein Gott, wir haben noch kein einziges Rennen heute abgeschlossen. Erfolgreich. Im Sinne von, wir sind irgendwie mal ins Ziel gekommen. Das müssen wir jetzt ändern. Okay. Da waren viele Kugeln. Sehr tight Corners. Oh! Nice, nice, nice! Ich hab den Kill gekriegt. Ich hab den Kill gekriegt mit dem Double Tap. Let's go! Aber nicht zu gierig werden, nicht zu gierig werden. Einfach nur ein bisschen solide Führung, so. Eine Fresse, wieso mache ich so einen Scheiß anstatt L und R zu benutzen? Vierte Runde, aber unsere Leiste ist fast voll. Die Leiste. Okay, perfekt. Nice. So. Erstes Rennen schon mal gewonnen. Guter, solider Start. Was für ein Handy.
Ich habe ja leider nur die dumme Twitch-Chat-App. Ach, Godhand. Ah, der ist auch da. Grüß dich. Deathwind. So. Wir dürfen es nicht übertreiben. Scheiße, ich hätte gerne nochmal. Egal. So, okay. Oh, warte, doch, wir können es ein bisschen übertreiben. Wir haben ja mehr Max HP. Ich habe ja einen kleinen Vorteil so gesehen jetzt. Aha, haha. Nee, ich mach das safe hier. Der Trick ist, während des Boosts hat der Wind keinen Einfluss. Man sollte sich einfach komplett gerade ausrichten, dann nur mit L und R halt ein bisschen. Haha, war selber gedacht, okay. Aber er committet für einen weiteren Boost. Oh, ich habe das Boostpad nicht gekriegt, das ist nicht gut. Wir sind in Runde 4 von 4, okay. Ah, ja, wenn ich den noch gekillt hätte, das wäre gut gewesen. Ah, 7. Platz, solide. Okay, einer der 4 an mir platzierten Leute hat mich geschlagen. Der ist sogar Erster geworden, okay. Ziggy. Oh, das heißt für die Gesamtwertung wahrscheinlich, dass ich auf 2, ja. Okay. Was war das letzte? Port Town 2? Yes! Schön knackige Strecke. Da kommt es auch ein bisschen mehr aufs fahrerische Können an. Durch den popligen Kreis fahren. Ein bisschen früh. Ja, nicht so einen guten Start bekommen, aber... Ja, wir machen das hier safe. Das war ein dicker Hit direkt am Anfang. Gut, wir sind durchgekommen. Oh, viel HP weg schon. In jeder Kurve einfach ein, zwei Leute snacken. Moment, hier kann man schön lang cutten dann. Und zack, schon sind wir wieder. Bam! Nice.
Aber ich könnte hier boosten, aber das wäre risky gewesen. Ah, habe ich ein bisschen Speed verloren jetzt. Nicht sterben! Nein! Musste so enden. Wortwörtlich auf der Zielgeraden. Wenn da ein Rennen ohne jegliche Barrierenberührung habe ich aber irgendwie wundersamerweise nebenbei geschafft. Okay, cool. Cool. Gibt es dafür noch Upgrades oder ist es done? Bitte seid done. Okay, super. Keine Upgrades dafür. Kein Grind. Coolio. Ja, aber können wir das bitte nochmal, die Schmach noch einmal sehen? Diese Scheiße. Es ist so weit nach links gegangen. Ich dachte, es bleibt weiter rechts. Oder ich komme noch vorher dran vorbei. Aber dann. Hätte ich. Ich hätte was machen können. Okay, ich bin selber schuld. Ich habe den Wirbel ready. Ich hätte wirbeln können. Ich hätte trotzdem Schaden bekommen. Aber ich bin dann nicht gestunt. Weil wenn man ohne Wirbel in so ein rotes Ding reinfährt, kann man nicht lenken. Man fährt geradeaus einfach weiter. Und deswegen, und nur deswegen, bin ich dann so blöd in die Wand geprallt. Okay. Ja. Schade, bis dahin war es ein guter Mini-Grand Prix. Na, wie überraschend. Oh, das war sch. Ich war gut, Karma. Ich habe dasselbe gemacht mit dem, der vor mir war, aber. Auch eine andere Art und Weise, die Kurve zu nehmen. Voreinsetzen. Oh, der eine wäre fast down gewesen jetzt. Der hat schon angefangen zu dampfen. Ja, wir haben gleich unseren Sky Pass voll. Ah, schade. Das war dumm. Ich wollte noch ausweichen. Ah, ich bin heute irgendwie zu aggressiv drauf. Das ist
war ein absolut unnötiger Angriff in der zweiten Runde. Das Ding ist so. Ich kann ja gleich mal meine Liste an Spielen durchgehen. Ich habe so einen riesigen Backlog an Sachen, die ich echt mal durchzocken wollte. Du glaubst es nicht, Denise, ja. Das sind so Sachen, weil wir hier Yoshis Woolly World oder Crafted World. Crafted World war der Switch-Teil, ne? Das Yoshi-Spiel für die Switch. Irgendwie die erste Welt gespielt gehabt und dann niemals weitergezockt. Oder Super Mario. Ja, ich weiß, was ich gleich anmache. Da habe ich auch irgendwie Bock drauf, um ehrlich zu sein. So als Vorbereitung für Super Mario Wonder. Super Mario 3D World. Einmal zügig durchmarschieren, bitte. Das wäre es doch. Weil ich hatte ein Safe mit meiner Schwester zusammen angefangen, aber wir sind nicht so begeistert von dem Multiplayer gewesen und wir werden das wohl nicht im Koop zusammen weiter durchspielen. Oder kann ich den Safe auch einfach alleine weiterzocken eigentlich? Das wird sie mir, denke ich, nicht übel nehmen. Das ist gerade mal so Welt 1 fertig. Eigentlich könnte ich auch neu anfangen. Ich bin schon wieder so ballsy hier die ganze Zeit. Ich sollte einfach nur gucken, dass ich versuche, vor meinen Rivals zu bleiben fürs Rank-Up. Das sollte eigentlich, das ist eigentlich unser Ziel. Wir haben überall schon den ersten Platz. Den brauchen wir nicht noch einmal unbedingt. Nee, auf zwei Strecken fehlt er mir noch, aber... Zwei Rivals vor mir. Aber... Der Sky Pass für die Bundesliga und alles weitere ist gleich gefüllt. Und dann gibt es 100% Rabatt. So. Oh geil, das geht aus dem Sprung raus. Gut zu wissen. Das wollte ich mal ausprobiert haben. Nice, weil jetzt kriegen wir noch die scharfe Kurve. Okay, letzte Runde. Wir haben einen guten Meter. Ah, schade. Zweiter. Na, dritter? What? Netcode. Ich war doch vor ihm noch. Diese scheiß nervige Fliege, die hier rumfliegt. Ey, Tagesbonus. Unser erstes beendetes Rennen. Hab ich zumindest den. Oh Mann. Ja, dann gibt's halt morgen nochmal einen Versuch für den Mini-Prix. Das ist der Stream, wo wir nichts geschafft haben und einfach nur voll versagt haben. Es gibt halt einfach mal schlechte Tage. Wo ich würde sagen, ich wechsle dann mal kurz in das chilligere Mario 3D Land. 3D World. World. Land war der 3DS-Teil, meine Güte. Ich werde alt. Ja. Ich werde kurz den Stream umbenennen und dann sehen wir uns gleich hoffentlich wieder, wenn du magst. In dem Sinne, für alle anderen oder auch für die Leute, die vielleicht auf YouTube zuschauen im Nachhinein. Kommentieren, liken, follow, whatever. Guckt mal bei Twitch vorbei. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal oder gleich.